Vorstandsneurotiker. Weltweit unternehmen Länder, große Länder, Versuche, den aktuellen Ukraine-Konflikt durch Verhandlungslösungen zu beenden. Weil sie sich im Klaren darüber sind, was für Folgen dieser Krieg hat. Auch auf die Länder, die jetzt Friedensinitiativen in die Wege leiten. Diese Länder handeln verantwortungsvoll, weil sie sich überlegen, was für Folgen dieser Krieg hat, was für Folgen er für sie selbst hat, was für Folgen er auch weltweit hat, was für wirtschaftliche Folgen, was für militärische Folgen. Das sind negative Folgen und dementsprechend versuchen verantwortungsvolle Länder, ein Ende dieses Konflikts herbeizuführen durch friedenspolitische Lösungen, durch Verhandlungen, durch Diplomatie. Nur die USA, Europa und ganz besonders Deutschland interessiert das alles nicht. Da wird eskaliert. Jeden Tag sind neue tote Soldaten und Zivilisten und weitere Tote durch die Folgen dieses Krieges auf der ganzen Welt zu beklagen. Zu einer Deeskalation trägt Deutschland nicht bei. Deutschland als diplomatische Größe, die es einmal gewesen ist, ist in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Dieser südafrikanische Politiker namens Julius Malema bringt innerhalb weniger Momente auf den Punkt, wofür viele von uns wahrscheinlich stundenlange Vorträge benötigen würden. Hört euch an, was er sagt, und macht euch bewusst, dass sich die Machtverhältnisse auf der Welt verändert haben und weiterhin verändern werden. Und macht euch darüber hinaus bewusst, dass die Rolle Deutschlands im geopolitischen Sinne künftig faktisch keine Bedeutung mehr spielen wird. Macht euch bewusst, was Annalena Baerbock erlebt, wenn sie in die verschiedenen Länder reist. Sie wird vom Flughafen nicht abgeholt. Oder der Präsident empfängt sie gar nicht erst, weil er andere Termine hat. Es kommt zu keinen gemeinsamen Pressekonferenzen am Ende ihrer Reisen. Und sie schwafelt irgendwas von Ukraine und Angriffskrieg und Aggressor und LGBTQ und grüner Energie. Es interessiert keine Sau. Hört euch also einfach an, was Julius Malema zu sagen hat. Die gesamte Macht, die gesamte Weltordnung ist dabei, sich massiv zu verschieben, weil die Länder, die Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang ausgebeutet und zum Teil vernichtet wurden, gequält und gefoltert wurden, weil die das nicht mehr mitmachen und weil sie einfach inzwischen schon demografisch in der Position sind, auch nicht mehr mitmachen zu müssen. Macht euch das bewusst. Und jetzt viel Spaß und Erkenntnisreichtum mit Julius Malema. ICC, Putin is welcomed here. And no one is going to arrest Putin. If needs be, we'll go and fetch Putin from the airport to his meeting. He will address, finish all his meetings. We'll take him back to the airport. We're not going to be told by these hypocrites of the International Criminal Court who know the real violators of human rights, who know the murderers of this world. That former prime minister of Tony Blair admitted that they made a horrible mistake when it comes to Saddam Hussein. They've not been charged today. Bush is still there. They've not been charged till to date. And then Obama killed Gaddafi. And then nothing has happened. We're here today with Libya being destroyed and unable to recover because of America. We know very well that where NATO gets involved, those are terrorists. We know very well where the US says we're going in to install peace. That place will never know peace as long as America has visited that place. So we don't want
ICC's hypocrisy to apply here in our country. President Putin is welcomed. We know our friends. We know the people who liberated us. We know the people who supported us. In Kutokanaval, the weapons that were used in Kutokanaval that led to the liberation of South Africa were coming from Russia. Russia supplied us with weapons in Kutokanaval. Cuba supplied us with soldiers. MK was drunk.